Ihr Kind brüllt vor Schmerz und hält sich eine Hand ans Ohr. Dann wollen Sie natürlich direkt Ihrem Kind helfen. Dafür müssen wir verstehen, wie die Schmerzen entstehen und wissen, was wir am besten tun können. Genau das erfahren Sie in dem heutigen Video. Bleiben Sie dran! Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und gebe gerne meine jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen weiter. Mit Ohrenwehkindern habe ich viel zu tun gehabt, genauso wie mit anderen über 200 Krankheiten und Problemen, die sich alle auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de finden. Jeder, der schon mal Ohrenweh hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und Kinder leiden viel häufiger darunter als Erwachsene. Warum? Bei ihnen ist alles viel kleiner. Wenn bei Erwachsenen die Schleimhaut der Nase oder der eustachischen Röhre anschwillt, bleibt sie meist trotzdem immer noch offen. Bei Kindern ist der Durchmesser so klein, dass sie bei einer Schwellung vollständig zugehen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum bei Kindern Ohrenschmerzen leichter entstehen. Weil bei ihnen bei Schnupfen der Druckausgleich durch die zugeschwollene eustachische Röhre nicht mehr möglich ist. Die eustachische Röhre ist die Verbindung des Mittelohrs zur Nase. Denken Sie an das Knacken im Ohr beim Aufzugfahren, wenn wir einen Druckausgleich durch starkes Öffnen des Mundes oder das sogenannte Valsalva-Manöver schaffen, also das Hineinpressen von Luft in die eustachische Röhre durch das Zuhalten der Nase. Beim Druckausgleich schnappt das unter Spannung geratene Trommelfell wieder in seine Normalposition zurück und erzeugt dieses Ihnen bekannte Knacken. Das Trommelfell ist ein ganz dünnes, luftundurchlässiges Häutchen und trennt das Äußere vom inneren Ohr. Es ist extrem empfindlich auf Spannung, was zu entsprechend starken und stärksten Schmerzen führen kann. Gelingt also dieser Druckausgleich nicht, hört man zuerst schlechter, weil das Trommelfell nicht mehr frei schwingen kann, dann nimmt das unangenehme Gefühl am Ohr mit der Spannung immer mehr zu und irgendwann schmerzt es. Und das passiert vor allem bei kleinen Kindern, weil sie den Druckausgleich nicht bewusst erzeugen können. Bei ihnen kommt es nur quasi automatisch zum Druckausgleich beim Schlucken, beim Gähnen, beim Bewegen des Kopfes und auch durch Schreien. Aber das alles funktioniert eben nicht so leicht bei einem Schnupfen, wenn die Schleimhäute geschwollen sind. Und nach meiner langjährigen Erfahrung ist bei Kindern genau dieses Phänomen der Spannung des Trommelfells wegen des nicht möglichen Druckausgleichs der häufigste Grund für ihre Ohrenschmerzen. Das Besondere dabei ist, dass diese Ohrenschmerzen wechseln, also mal da und wieder weg sind, je nachdem, wie stark das Trommelfell unter Spannung steht und durch einen erfolgreichen Druckausgleich wieder entspannt. Die oft vermutete Mittelohrentzündung als Schmerzauslöser ist eher seltener. Wenn sich viel Flüssigkeit hinter dem Trommelfell in der Mittelohrhöhle ansammelt, weil sie wegen der Schwellung der eustachischen Röhre nicht in die Nase ablaufen kann, dann kann das ebenfalls zu einer massiven Ausbeulung und damit schmerzhaften Spannung am Trommelfell führen. Das ist dann ein sogenannter Paukenhöhlenerguss, in dem sich Bakterien leichter vermehren können und woraus sich eine Mittelohrentzündung entwickeln kann. Vor allem im Sommer, in der Badesaison, gibt es auch noch die Gehörgangsentzündung, die ebenfalls starke Ohrenschmerzen auslöst. Allerdings sind die Schmerzen bei der Mittelohrentzündung, bei der Gehörgangsentzündung und dem Paukenerguss meist konstant und nicht wechselnd. Wie können Sie also Ihrem Kind mit Ohrenweh am besten helfen? Schnell ein Schmerzmittel, Fieber, Schmerzhaft oder Zäpfchen geben und alles Ihnen Mögliche dafür tun, dass es zum Druckausgleich kommt und damit zu einer Entspannung des Trommelfells. Dazu ein typisches Beispiel aus meinem Praxisalltag. Um 5 Uhr in der Früh ruft mich eine verzweifelte Mutter an, weil ihr Kind mit starken Ohrenschmerzen aufgewacht ist und jetzt vor Schmerzen brüllt. Das Kind hat stundenlang geschlafen und dabei seinen Mund und Kopf wenig bewegt, sodass die automatische Belüftung nicht hat stattfinden können. Und deshalb die Spannung am Trommelfell so groß wurde, dass das Kind mit Ohrschmerzen aufwacht. In diesem Fall ist es sinnvoll, das Kind hochzunehmen, ihm sofort ein Schmerzmittel zu geben. Ein paar Minuten an das offene Fenster auf den Balkon zu treten, natürlich gut eingepackt,
Die kühle, feuchte Luft kann dazu beitragen, dass die Nase und damit die eustachische Röhre aufgeht und es so zum Druckausgleich kommt. Abschwellende Nasentropfen tun das natürlich auch. Deshalb ist es super, wenn welche greifbar sind. Meistens schläft das Kind dann wieder ein. Und spätestens nach dem Frühstück ist das Kind völlig beschwerdefrei. Sie erinnern sich an das Kauen und Schlucken und den damit verbundenen automatischen Druckausgleich. Wenn ein Kind über mehrere Tage Schnupfen hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ohrbelüftung beeinträchtigt wird, zum Beispiel auch während des Mittagsschlafs, und es deshalb immer wieder über Ohrenschmerzen klagt, die allerdings genauso schnell kommen, wie sie auch wieder gehen. Sie wissen jetzt, dass es sich bei dieser Art von Schmerz um Folgen des schwierigen Druckausgleichs handelt. Eine Mittelohrentzündung lässt sich daran erkennen, dass der Schmerz dauerhaft, ja sogar eher stetig zunehmend ist und die Kinder auch insgesamt sehr beeinträchtigt und krank wirken, meist Fieber haben, jede unnötige Bewegung des Kopfes meiden und es hassen, wenn man ihnen einen engen Pulli oder eine enge Mütze über die Ohren zieht. Mit Abstand am häufigsten sind aber die sich meist über 1 bis 3 Tage hinziehenden, wechselnden Ohrenschmerzen beim Schnupfen. Da reicht es, wenn Sie rein symptomatisch mit Schmerzmittel und Nasentropfen behandeln. Und noch ein paar wichtige Tipps zum Schluss. Weh tut in der Regel nach dem Aufwachen immer das Ohr, auf dessen Seite das Kind gelegen hatte. Das hat jeder schon an sich erfahren. In Seitenlage geht beim Schnupfen gerne das untere Nasenloch zu und damit auch die eustachische Röhre. Was, wie Sie jetzt ja wissen, zur Beeinträchtigung des Druckausgleichs und damit zur schmerzhaften Trommelfellspannung führt. Es ist also sehr sinnvoll, bei Ohrenweh den Kopf bewusst auf die gesunde Seite zu legen und insgesamt das Bett schräg zu stellen, damit die betroffene Nasenseite möglichst am höchsten liegt und frei bleibt. Eine aufgeschnittene Zwiebel in einem Säckchen am Bett oder auf einem Teller auf dem Nachttisch hilft auch dazu, Nasen offen zu halten. Und bei größeren Kindern kann man mit dem Aufblasen eines Ballons über die Nase den Druckausgleich spielerisch erreichen und so Ohrenschmerzen vorbeugen. Diese Nasenballons gibt es in der Apotheke. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, gefällt Ihnen wahrscheinlich auch mein Video über die 7 Hustenarten. Ich freue mich über ein Like und wenn Sie meine Videos weiterleiten und in Ihrem Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee erzählen.